Morgengrauen in Weiherbusch. Truckerbabe Tinka ist bereits hellwach. Vor ihr liegt ein besonders wichtiger Tag in ihrer bisherigen Trucker-Karriere. Morgen. Der Mann ist noch nicht da. Nee, dann warte ich mal kurz noch. Mach das. Heute ist der große Tag der Übergabe. Ich bekomme heute meinen neuen LKW und muss mich von meiner Maggie verabschieden. Im Moment ist noch das weinende Auge größer als das lachende. Normalerweise waren wir für 7 Uhr verabredet, weil der Mattes mit mir nach Koblenz fährt. Ich hoffe, der kommt bald, weil so ein bisschen nervös bin ich ja schon langsam. Nach 3 Jahren Zweisamkeit mit ihrem Truck Maggie bekommt Tinka heute einen nagelneuen LKW zugeteilt. Fehlt nur noch Fuhrparkleiter Matthias. Mattes, da bist du ja. Wir haben doch gesagt, um 7. Ja, ich bin ein bisschen spät dran. Und ich bin mega nervös. Ehrlich? Ja. Dann machen wir los. Freust du dich ein bisschen auf das neue Auto? Ja, dann legen wir mal. Bitte. Alles klar. Tschö. Tschüss. Das geht's. Auf ihn, genau. Auf nach Koblenz, ne? Fahr schön vorsichtig. Ja. Dass wir auch heil ankommen. In einer guten Stunde kann die 33-Jährige ihr neues Baby zum ersten Mal begutachten. Hast du schon eine Ahnung, wie es heute Abend dann weitergeht? Ich fahr doch dann sicherlich direkt schon los mit dem Neuen, oder? Ja, wir fahren jetzt nach Koblenz. Dann machen wir die Übergabe, Fahrzeuganweisung. Dann fährst du wieder nach Weiherbusch zurück. Und da wartet ja dann die Maggie, damit du die Sachen dann in dein neues Auto umräumst. Die Vorfreude wird plötzlich von Trennungsschmerz überschattet. Die Maggie ist ja schon was Besonderes, gell? Wenn ich überlege, das war mein erster LKW. Ich habe 3 Jahre mit ihr verbracht. Und da hängt halt echt noch so ein bisschen das Herzchen dran. Deswegen, ich freue mich wahnsinnig auf den neuen, aber ich habe echt so ein bisschen Herzschmerz, wenn ich dran denke, dass ich die Maggie abgeben muss. Aber ein bisschen was behältst du von der Maggie? Den Anhänger behalte ich von der Maggie. Genau, ein bisschen darfst du behalten. Was nach der Trennung mit ihrer Maggie passiert, weiß Tinka noch nicht. Ich würde das fürchterlich finden, wenn da irgend so ein Rummelfutzi drauf geht, der ständig Macken dran fährt oder so. Das wird mir in der Seele wehtun. Und ich hoffe auch, dass sie möglichst weit weg geht. Das klingt blöd, aber ich glaube, ich komme da nicht klar, wenn die mir ständig über den Weg fährt. Das wäre für mich eine Katastrophe. Ein neuer LKW ist für Tinka wie ein neues Familienmitglied. Und was braucht ein Baby gleich nach der Geburt? Natürlich einen Namen. Ich habe jetzt bestimmt 2, 2,5 Monate hin und her überlegt wegen dem Namen. Aber den verrate ich noch nicht. Da muss ich mir erst den LKW anschauen und dann entscheide ich, ob es passt oder nicht. Aber für mich war von vornherein klar, dass das wieder ein Mädchen wird. Weil Frauenpower steht drauf, also ist Frauenpower auch drin. Tinkas Herz überschlägt sich fast. Ich bin wirklich mega gespannt, ehrlich. Das erste Mal drinnen sitzen, das erste Mal, weiß ich nicht, so das Lenkrad anfassen, den wirklich mal zum Greifen haben. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Die Stunde der Wahrheit rückt näher. Gleich hat Tinka ihr erstes Date mit der neuen Gefährtin. Ich bin so nervös, ich muss so dringend Pippi. Nimmst du meine Tasche? Ich nehme die, ja klar. Jetzt geht's ein bisschen besser. Hallo, hallo, ich bin Tinka. Hallo, Jana. Ich krieg heute einen neuen LKW. Ja, hab ich gehört. Wo muss ich denn hin? Dann gehen wir gerade mal zum Uli, ja? Ja. Kommen Sie mit. Jetzt geht's los. Hallo. Hi. Und? Ich bin etwas Ich sehe dich schon. Moin, Mattes. Moin, Uli. Alles gut. Den schon mal vorab. Ehrlich? So, sagen wir mal. Oh ja. Dann auch ich. Komm, gehen wir, ich nehme dich mit. Ja. Ab geht's. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Komm, wir gehen mal gucken. Jetzt geht's los. Komm immer näher. Oh Gott. Ist der absolute Knaller. Mein erster brandneuer LKW. Ich flipp gleich aus, ehrlich. Wollen wir? Ja. Ja!